Willkommen zurück im Norden von Nords. Ich bin wieder da mit Stufe 22. Ich habe fleißig gezockt, fleißig ausgebaut. All meine Produktionsgebäude, sprich Pilze, Fische und Feuerwasser, wie das Bier hier heißt, sind auf Level 5. Und das ist schon mal ein guter Start. Aber ich habe wichtige Infos für alle neuen Spieler. Unter anderem, hier rechts unten sieht man einen Neulingsschutz, welcher bei mir noch 21 Stunden läuft. Das heißt, in dieser Zeit muss ich noch alles machen, alle wichtigen Dinge bauen. Ich weiß noch nicht so recht, worauf ich da den Fokus legen sollte. Ich denke jedoch, also mich könnten auf jeden Fall andere Leute angreifen, die meine Location kennen und die in meiner Nähe sind. Das Problem ist, hier steht meine Location. Beziehungsweise, wenn man mich sucht. So, und keine Ahnung, also es gibt hier so ein Gebäude, das nennt sich Katakomben. So. Und da steht zum Beispiel dran, in den Katakomben kannst du deine Einheiten und Ressourcen bei einem Überfall sicher tief unter der Erde unterbringen. Das heißt, so wie ich das verstehe, all das ist geschützt. Sollte ich angegriffen werden und sollte man mir etwas plündern. So, und hier sind auch noch ein paar Einheiten und so weiter und so fort. Die kann ich dahin senden oder sie wieder zurückrufen, dann sind sie aber anscheinend nicht mehr safe. Also, das Gebäude erscheint mir wie ein heißer Tipp vor dem Neulingsschutz und die Mauer eventuell. Irgendwie sowas um den Dreh. Das muss ich mir aber noch ansehen. Dann eine Sache, die ich leider am ersten Tag noch nicht gesehen habe. Verdammt, hätte ich das zuerst gesehen, hätte mir das schon mal sehr viel weitergeholfen. Hier links hat man Gaben. Und die sollte man auf jeden Fall jeden Tag erledigen. Das ist so wie ein Daily Login Bonus, so in der Art, nur nicht ganz. Da fordert man angemessene Gaben von Feuerproben, was auch immer an. Und ich erhalte jetzt 5 XP, Feuerwasser, Pilze und Fisch. Das sammle ich ein. Und dann gibt es hier noch welche, die Liste war am Anfang des Tages viel voller. Ich habe die jetzt schon abgearbeitet. So, da steht dran, kleine Gabe, 3 Minuten. Mache ich hier und in 2 Stunden, 46 Minuten erneuert sich das. Wann ist das genau, weiß ich jetzt nicht. Aber nicht um 0 Uhr auf jeden Fall. Jo, da hält man dann neue Gaben und das würde ich raten, jeden Tag zu machen. Ich habe hier bestimmt jetzt ein paar Missionen abzugeben, genau. Gebäude habe ich verbessert. Ich hab einfach so gemacht, wie ich es mir dachte. Nicht jetzt nur, was genau die nächste Quest sagt. Ich dachte mir am Anfang, alle... Oh, da fehlt sogar noch eins. Das Pilzfeld habe ich vergessen. Dauert 7,5 Minuten, das verbessere ich mal. So, genau, und warum das am Anfang immer gratis war, ist folgendermaßen. Für Level-Ups und Quests erhält man hier so Abkürzungen. Ich habe 11, wofür ich jeweils 1 Minute abkürzen kann, 17 für 3 Minuten, 9 für 5 Minuten. Und die kann ich individuell einsetzen, je nachdem, was wie lange dauert. Kann ich da ein bisschen was machen. Dann mein Held, Stufe 22. Da bin ich dabei, die Fähigkeiten hier fleißig auszubauen und bin schon im dritten T, in der dritten Ebene. Da gibt es die Geschwindigkeit für die Speerkämpfer. Inventar, da fehlen mir noch die Items. Habe ich leider nichts Neues bekommen. Ich weiß nicht, ob man da beim Schwarzmarkt... Ich habe das Gefühl, der ist nur für Ressourcen, oder? Genau, Moment mal. Nö, Gegenstände gibt es hier auch. Fische kann ich kaufen, ist zwar jetzt kein Gegenstand an sich, sondern... Na egal, das ist mal für später dann. Ich mache hier weiter bei den Missionen. Hol mir noch flott da was ab. Aber genau deshalb habe ich mir nicht alles abgeholt. Ich bin leider am Maximum hier bei dem Feuerwasser, deshalb mache ich noch nicht alles fertig. So. Sondern versuche die nächste Quest. Infernus soll ich angreifen. So, jetzt kann ich mich auch mal um den Angriff kümmern. Das war nämlich am Anfang, habe ich da hier ausgebaut und so. Und jetzt die Angriffe kann man auch mal im Video zeigen. So, Level 3 ist der Kollege hier. Ich habe aber richtig viele Einheiten. Ich habe so viele produziert und rekrutiert. Speerkämpfer, Schild, Maid. Schild, Maid und ich würde sagen, ich weiß nicht, wie macht man da am besten? Einfach alle? Ich gehe all in. So, senden. Einheiten in den Katakomben müsste man nicht. Oder egal, ich schicke alle hin. Das geht am Anfang relativ schnell. Ich bin mir sicher, später, wenn dann auch die
Entfernungen größer werden, dann dauert es auch ein bisschen länger hier, bis die Angriffe dann eintrudeln. Aber mal schauen. Und wieder die Pepsi-Dose, die sich öffnet. Product Placement für Pepsi. Warum ist es keine Cola-Dose? Oder was anderes? So, und jetzt habe ich hier einen Kampfbericht und kann mir den auch ansehen. Was ich natürlich machen möchte. Lade. Schokolade. Und hier geht der Kampf los. Das ist er, der Infernus. Wer hat... Okay, meinen Ton kaputt gemacht. Niemand. Der hat 4 von diesen Speerkämpfern. Ey, die sind ziemlich stark. Das war ein herber Niederschlag. Ich habe auch 4 verloren. Wir haben beide 4 verloren. Das finde ich schade, dass... Ich dachte, die Drachen reißen... Eiskönigin? Ach, okay, das zählt zu der Scherge von der Eiskönigin sozusagen, glaube ich. Wiederbeleben. Nö. So, was habe ich bekommen? 2 Fähigkeitspunkte, Ausrüstung, Wettbewerbspunkte, Schlachtfeld-Ranking. Und... Ha! Ich habe Einheiten bekommen. Die sind übergewandert, oder wie? Sehr fein. Alles klar. So. Das wäre mal diese Sache. Ist erledigt, hole ich mir ab. Jetzt ist nur die Frage... Ah, hier bekomme ich keinen Feuerwasser. Kein Feuerwasser hier. Was ist denn das? Kann ich leider nicht per Mouse over... Ah, jetzt sehe ich's. Feuerprüfungspunkte. Das ist... Hier, wo war die nochmal? Hier war die Feuerprüfung. Kriegssau 2-mal. Und XP. Noch kein Level Up, aber bald. Denn ich habe hier noch was fertig. Nö, da bin ich dann beim Maximum. Das kann ich annehmen. Das nicht... Mano, da muss ich... Moment, muss ich da das Lagerhaus oder das Feuerwasser hier ausbauen? Kapazität nur für diese beiden. Brauerei. Moment mal. Was muss ich denn ausbauen, dass ich mehr vom Feuerwasser haben kann? Die Brauerei. Kasernen. Ich sehe hier steht nichts dran. Egal, also ich schau mal weiter, was sagt mir denn die Hauptquest? Was muss ich tun? Zerbricht deine Ausrüstung? Okay. Oh oh, erinnerst du dich an den Ausrüstungsgegenstand, den du in der letzten Schlacht erhalten hast? Ja, der ist... Du hast also einen weiteren doofen singenden Schild oder einen Ring mit +10 auf Brötchenbacken. Oder was? Nimm deinen ungewollten Gegenstand und befehle deinen Dienern, ihn in Splitter zu zerbrechen. Okay, +10 auf Brötchenbacken. Ich liebe den Typen. Der ist ziemlich lustig drauf und der veräppelt das Ganze hier. Der nimmt dieses typische MMO-Genre ein bisschen auf die Schippe. Also, Schrott-Items soll ich oder kann ich anscheinend zerbrechen. Erhalte dafür Splitter. Das sind diese hier. Und... Das dauert dann ein Weilchen. Kann ich natürlich wieder hier wie immer abkürzen, aber wozu sollte ich was für 10 Sekunden abkürzen, wenn mir dafür eine Minute abgezogen wird? Und deine Splitter sind fertig. Jetzt verwenden wir sie, um einen anderen Ausrüstungsgegenstand aus dem Champion-Panel zu verbessern. Alles klar. Also, mit diesen 50 Splittern soll ich nun anscheinend ein Item verbessern. Ich überlege gerade, welches davon. Offensive für die Nordmänner 3%. Hier 2,2, dann würde ich mal sagen. Ich meine, das Item ist zwar selten, aber das Schwert ist von Haus aus schon besser. Dauert 10 Minuten, erfordert 24 Splitter. Okay, das heißt, ich kann jetzt Items einfach so aufwerten mit diesen Splittern. Schon fertig. Das war es auch schon. Vergiss also nicht, wenn dir das Leben das nächste Mal Zitronen gibt, schmiede sie zu mächtigen Rüstungen und Waffen mit. Okay, gib dir das Leben Zitronen, dann mach Gin Tonic draus. Nein, wie ging das nochmal? Ich weiß jetzt nicht mal, wie der Spruch geht. Wenn dir das Leben Zitronen gibt. Ich habe keine Ahnung, ich stehe gerade auf der Leitung, aber sowas von. So, er hat gesagt, schon fertig, stimmt ja gar nicht. Aber hier kann ich... dann mein altes Zeugs verwerten, finde ich ganz nett. Denn ich wüsste gar nicht, was ich ansonsten damit mache. Kann man ja nirgendwo verkaufen oder so. Das schmelzt man dann einfach ein. Sehr fein. Und nebenbei, jetzt muss ich kurz schauen, weil ich Fähigkeiten erwähnt habe. Wie lange dauert das noch? Okay, das ist hier noch am Tun und Machen. Aber hier kann ich eventuell wieder
weitermachen? Jawohl. Mache ich auch. Sehr fein. Was bekomme ich da? Pionierszunft Nummer 1. Denn je weiter man hier bei den Blutschwüren ist, desto mehr Gebäude, Einheiten und Features des Spiels stehen zur Verfügung. Und wenn man hier dann weitermacht, verbessert man die Einheiten. Genau, hier von 6 auf 8%, dauert dann 12 Minuten, gibt mir XP und kostet ein bisschen was, was ich anscheinend gar nicht... Okay, was ich anscheinend doch habe. Ich dachte, mir fehlen da ein paar Ressourcen noch. Level 23, Glückwunsch! Sehr fein, also... Übrigens, genau, die Sache, Level 50 ist nicht das Maximallevel, das war auch nur so ein... Ja, nur geraten, weil es gerade so gepasst hätte, Level, Rang 1 war Level 50. Aber... Ich bin am Aufholen auf jeden Fall. Das heißt, dürfte echt ein neuer Server sein, der DE-Server oder irgendwie so. Oder später levelt man viel langsamer, was natürlich auch eintreten wird, ganz bestimmt. Also ich mache jetzt nicht noch so einen Tag wie heute und bin dann Stufe 46. Niemals, das ist mir schon bewusst. Aber genau. So, dann noch eine Sache, die ich gefunden habe, aber für mich aktuell keinen Nutzen hat. Es gibt eine Clan-Karte. Verdammt, wo waren die? Jetzt wollte ich einen hier auf mega schlau machen. Karte, da gibt es irgendwo eine Clan-Karte. Bam, badam, bam. Hier genau, rechts oben. Kontakte und Clan-Karte. Kann ich mir hier ansehen. Aber ich bin in keinem Clan. Und von daher, hier war was. Was war denn da? Egal. Also, ich schaue mal wieder zurück zu meinem Home. Und schließe die nächste Mission ab. Zerbricht die Ausrüstung. Belohnung fordern. So, ich wollte alle auf einmal hier direkt. Nächste, was gibt's hier für? 5 Smaragde, die Premium-Währung. Das ist sehr nett. Ja, mein Plan ist jetzt auf jeden Fall noch in diesen 21 Stunden Vollgas zu geben. Und da nochmal so richtig alles auszubauen. Denn danach, besonders weil man ja jetzt meinen Namen und meine Location kennt, habe ich wohl... ein ziemlich großes Problem. Also ich habe hier noch so viele Bauplätze frei. Ich dachte mir mal, ich schaue so, was mir das Spiel sagt, was ich hier machen soll. Und mache dann mit den Missionen weiter. Eiskoloss, ja, greife ich auch nochmal an. Ich kann hier direkt hier starten, oder? Was ist, wenn ich das mache? Okay, kommt auf selbe raus. Level 4, Angriff. Ich weiß nicht, was mit dem Level gemeint ist. Ob Level 4 und ich bin Level 23, aber... Mal schauen, aktuell habe ich noch nicht viel davon von meinem Level. Besonders auch die Ausrüstung. Ich trage ein Schwert und ich trage Handschuhe, das war's. So, Katakomben. Soll ich von denen auch welche mitnehmen? Ich bin mir sicher, kann ich das irgendwie alle auf einmal? Das geht bestimmt mit irgendeinem Button. So, ihr dürft auch mal hier in die frische Luft. Ich habe zwar keine Ahnung, ob es gut ist, wenn man mehr losschickt, aber ich brauche die jetzt sowieso nicht zur Verteidigung. Das geht hier so schnell. Der... Olafsson, auf der Eriksen. Nein, die heißen ja mit Mac. Olaf Olafsson Mac Eriksen, so nenne ich ihn. Der ist hier relativ schnell und hat auch schon das Feld in Schutt und Asche gelegt. Und jetzt darf es losgehen. Ach, stimmt ja. Ich warte auf einen automatischen Kampf, da kommt aber nichts. Da kann ich ja lange warten, denn ich muss mir das hier ansehen. Schlachtanimation. Lade diesmal auch mit Ladebalken. Alles klar, ich habe jetzt fast 200 Kämpfer gegen 6 Speerkämpfer. Ich hoffe, das ist kein... Warum stellt ihr euch so nahe zusammen? Macht das doch taktisch und warum machst du gar nichts? Wow. Okay, auch 6 verloren. Also anscheinend... Kann ich das irgendwie beeinflussen, außer neue Items und... Blutgeschwüre, genau, die Blutgeschwüre muss ich verbessern. Nö, Quatsch, aber ich bin am Ball, ich bleibe am Ball. Das heißt, für die Produktion ist mal gesorgt. Jetzt muss ich mich noch um die Verteidigung kümmern. Kaserne, Bergfried, Mauer, wird alles ausgebaut. In Nords, die Helden des Norden. Danke fürs Zusehen und ich würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Oh, Spielezeit. Oh.